Sie hätte nur noch von den deutschen Behörden abgesegnet werden müssen. Aber nachdem Russland die Ukraine angegriffen hat, stoppte Bundeskanzler Olaf Scholz das Projekt. Die Gaspipeline Nord Stream 2 sollte ursprünglich Erdgas von Ust-Luga in Russland direkt nach Lubmin in Mecklenburg-Vorpommern transportieren. Das Problem? Bisher haben mehrere Unterwasserrohre wie Nord Stream 1, das schon seit 2011 in Betrieb ist, das russische Erdgas nach Europa transportiert. Diese verlaufen durch Länder wie Belarus, Polen und die Ukraine, die daran auch verdienen. Wenn Russland das Gas über Nord Stream 2 liefern könnte, müsste es keine Transitgebühren mehr an die Nachbarländer abgeben. Dadurch hätte Russland einen größeren Einfluss auf Europa und vor allem auf Deutschland, wie viele Kritikerinnen und Kritiker im Vorfeld befürchten. In die Kritik stimmte auch die USA ein, darunter der amtierende Präsident Joe Biden. Er sieht die Gefahr, dass sich Deutschland durch Nord Stream 2 viel zu abhängig von Russland mache. Russland zählt zu den Ländern mit den größten Erdgasreserven weltweit und ist der zweitgrößte Erdgasproduzent hinter den USA. Für Russland ist der Energieexport deswegen wichtig, weil ein sehr großer Anteil der Staatseinnahmen durch Erdgas finanziert wird.